Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Horror-Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen heute das Spiel Visage. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall, das gute Spiel ist seit dem 2. August. Ich habe extra noch nachgeguckt, jetzt weiß ich da gerade nicht. Auf jeden Fall diesen Monat, der 2.2018 erschien. Und sieht wunderschön aus von der Grafik her. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, was ich dazu mehr sagen soll. Auf jeden Fall, ich freue mich tierisch drauf. Ich bin ja so ein kleiner Horrorliebhaber. Und es wird sehr interessant. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Es ist wieder mal komplett auf Englisch. Und ich soll uns nicht stören. Ich habe mein Lexikon hier. Lexikon ist falsch. Duden, aber egal. Ich beginne ein neues Spiel. Ich hoffe, ihr seht soweit alles und wünsche euch viel Spaß. Visage ist hart. Was? Das ist hart? Ach nö, warum soll das hart sein? Ach, du Scheiße. okay, ja. Das habe ich total vergessen. Das ist... Da kommen wir. Nee, wir brauchen... Das ist unser Inventar, alles klar. Schauen wir mal hier. Ich hoffe, die Helligkeit ist so weit... HE gedrückt halten. Soweit okay. Bei mir ist es ein bisschen mädchig. Bei euch müsste es perfekt hell sein.
Okay, das, was wir gesammelt haben, wird hier gelagert, glaube ich. Hier können Kerzen geplatziert werden. Hier können wir was raufpacken. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Auf jeden Fall soll dieses Haus sich immer weiter verändern. Na klar, erstmal ein Telefon ran. Beine haben wir nicht. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Das war unsere Nachbarin, die macht sich ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, wie ich es richtig verstanden habe, wir seit 3 Wochen nicht mehr aus diesem Haus gekommen sind. Okay, ich habe aber auch, Moment, ich habe aber auch, muss ich kurz gucken, Kontrollt, General, habe Untertitel eingestellt. Damit wir das noch nebenbei lesen können. Hier können Kerzen platziert werden. Gut, an die Steuerung muss man sich erstmal gewöhnen. Ich hoffe, der Sound ist auch laut genug. Ich mache ein bisschen den Sound höher, nämlich OBS schlägt so ein bisschen wenig aus. Okay, es regnet auch nur. Manchmal nicht so laut. Sonst hört ihr nur mein Gequatsche, aber den Rest nicht. Na, komm hier. Aha, jetzt hat er es genommen. Gut, wir können auf jeden Fall hier alles ausräumen. Da können wir auch Kerzen hinstellen. Sehr viele Bierdosen. Das kennen wir ja von Infliction. Interagieren ist ein bisschen doof. Gut, das geht auf jeden Fall nicht. Taschenlampe haben wir nicht. Das funktioniert anscheinend auch nicht. Hier ist eine Tür. Ich finde es ein bisschen leise. Und ich glaube, unser Charakter bekommt so einen kleinen Dachschaden, wenn er ins Dunkle rumlaufen muss. So wie Amnesia, glaube ich. Diese Events, wenn ich das richtig verstehe, sind random. Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us and we're going to have a lot of fun basement key. His name is Dwayne Anderson. Das erinnert so ein bisschen an PT, an Infliction. Da glaube ich, hatten wir auch dasselbe Modell des Tisches und des Radios.
Licht lassen wir mal an. Ach du Scheiße, ist das dunkel. Okay, diese Pillen. Helfen uns gegen. Hab ich eingesteckt? Gegen, wenn wir ein bisschen verrückt werden. Wir können wieder mal alles untersuchen. Taschenlampe kann ich euch leider gerade nicht anbieten. Und das scheint das. Ah, ich habe hier schon. Unten seht ihr mein Gehirn. Ich glaube, wir bekommen so eine kleine Klatsche. Gerade wieder. Warum auch immer wir gerade einen kleinen Schaden bekommen haben. Was denn? Ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen was verpasse die ganze Zeit hier. Ah, Licht für uns. Bringt auch sehr viel. Oh, wir können wenigstens. Ja, wir scheinen wieder wahnsinnig zu werden. Unser Gehirn ist überlastet. Oh. Im Dunkeln sieht es anders aus, als wenn man das hell macht. Wir eine nehmen. Die Kerze können wir mitnehmen. Das hat auch was von Pine Youth Wife. Und so können wir navigieren. Gut. Kann jetzt jeden einzelnen Schrank aufmachen. Die natürlich alle komplett leer sind. Das hat etwas von The Nightfall. Da haben wir auch diese. Nee, nicht eine Nightfall. Das war, glaube ich. Wie heißt das? Don't Knock Twice? Oh, das heißt so. Oh, nein, nein, nein. Ab in die Tasche mit uns. Mit den Pillen, nicht mit uns.
Ich find's ziemlich geräuschlos. Es ist noch eine Early Access. Aber trotzdem noch sehr geräuschlos. Können wir nichts weitermachen? Hier können wir auch nichts weitermachen. Ich glaube, das war's fürs Badezimmer, das. Gar nicht. Ist, oh. Großer. Begehbarer Kleiderschrank. Lucy Scepter. Welch gruseliger Ort. An ich. Ah, welch Freude. Gut, ich kann die ganzen Spielsachen jetzt... Oh, knuffig. Die ganzen Spielsachen anschauen. Ich gehe hier nie wieder raus. Doof ist, dass man immer die Dings ausmacht. Okay, so kann man es auch machen. Dann macht man wenigstens nicht das Feuerzeug ständig aus. Das ist neu. John and me. Wer ist John? Ist das John? Hauptsache, das Licht funktioniert. Was ist das für ein... Verdammt großes Haus. Was ist das? Oh, Bierflaschen. Und, hui. Jetzt mal alles wegwerfen. John! Fangen! Kann ich? Mein Feuerzeug ist weg! Oh Gott sei Dank.
Ja, wir machen immer das Feuerzeug an. Ja, an und aus. Bleib mal bitte an. So brauche ich einen Schlüssel. Gut, dann müssen wir jetzt nach einem Schlüssel suchen. Und die Wand sieht sehr komisch aus. Wo gehen wir hin? Dahin, wo es flackert. Da kommt man noch nicht hoch bei der Early Access. Nach oben kommen wir also nicht. Wir gehen nochmal runter. Was haben wir denn hier? Ich höre Musik. Gut, das wird mir jetzt öfters passieren. Haben wir schon Feuer rein? Der Basement-Schlüssel. Wir kommen also in den Keller hinein. Nein, ich habe schon wieder... Nicht wahr, oder? Habe mein Feuerzeug verloren. Oh, danke. Hallo? Ist der etwa leer? Warte mal kurz. Verdammt, der ist leer. Oh, das... Ich hätte jetzt nicht gedacht... Oh, verdammt. Das heißt, wir müssen in den Keller. Da werden wir noch hingehen. Aber die Grafik sieht schon sehr schön aus.
Ja, noch eine Taschenlampe, Feuerzeug. Und der ist verschlossen. Ich muss mit der Steuerung erstmal klarkommen. Na. Ah. Falle ich gerade in Panik? Ja. Türchen. Gut, nichts drin. Da war was. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich werde den Kein-Cut machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Na, ciao.
scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear them.